Der Dreikönigstag liegt hinter uns. Das erste Ligaspiel im neuen Jahr gegen RB Leipzig liegt schon hinter uns. Dennoch ist das nicht unbedingt das Geschehen, das die Lage rund um den VfB Stuttgart gerade beherrscht. Neben mir steht Dirk Preiß, Ressortchef Stuttgarter Zeitung und Nachrichten. Mein Name ist Philipp Meisel und wir blicken mal wieder auf einen ereignisreichen Jahreswechsel. Dirk, das sportliche Geschehen rund um die Weiß-Roten ist schon so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Fast schon traditionell, muss man ja leider sagen, wenn es um den VfB Stuttgart geht. Was genau ist denn passiert? Ja, im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als die Trainerfrage den Jahreswechsel ja beherrscht hat, als kurz vor Weihnachten Tim Walde entlassen wurde und dann Pellegrino Matarazzo noch, glaube auch am 30. Dezember damals vorgestellt wurde, sind es jetzt vereinspolitische Dinge, die das Geschehen bestimmen und leider keine positiven. Es gab ein großes Techtelmechtel, ein öffentliches zwischen dem Vorstandsvorsitzenden der VfB AG, Thomas Hitzlsperger, und dem Vereinspräsidenten, der zugleich ja Aufsichtsratschef der AG ist. Thomas Hitzlsperger mit schweren Vorwürfen in die Öffentlichkeit gegangen gegenüber Klaus Vogt, hat seine eigene Kandidatur angekündigt fürs Präsidentenamt. Am 18. März wird ja gewählt. Klaus Vogt hat geantwortet, dann am Silvestermorgen oder am Silvestervormittag mit seiner Sicht der Dinge, hat da eben auch nochmal klare Botschaften gesendet, und das ist der Stand der Dinge, weil seitdem eigentlich zwar ein bisschen was passiert ist, aber die große Aufklärung der Sache eben noch nicht vorangeschritten ist. Techtelmechtel ist ein sehr schönes Wort, was vielleicht doch recht höflich noch umschreibt, was da so passiert ist. Eine zentrale Rolle in dieser Posse, die kann man ja schon so nennen, das ganze Ding hat eine verheerende Auswirkung auch gehabt, was das mediale Echo angeht. Eine zentrale Rolle in dieser ganzen Thematik spielt die Datenaffäre. Da ist also mit ESECON eine externe Ermittleragentur dazwischen geschaltet. Klaus Vogt nutzt explizit den Begriff in seiner Gegendarstellung, nenne ich es mal Datenskandal. Was wissen wir denn zum Status quo zu berichten? Was ist in dieser Thematik los? Also grundsätzlich klar ist, es wird ermittelt, weil die Vermutung zugrunde liegt, dass im Zuge der Ausgliederungsdebatte 2016 bis 2018, dass da eben mehrere Datensätze, zehntausende Datensätze weitergegeben wurden. Das ist mal die Grundlage, und ESECON ermittelt, was genau ist der Stand? Ja, einen öffentlichen Stand gibt es in dem Sinne nicht, weil noch kein Abschlussbericht, auch kein öffentlicher Zwischenbericht vorliegt. Das mag intern womöglich anders sein, aber nach außen ist noch nichts kommuniziert, und die Mitglieder oder viele Mitglieder warten eben darauf, dass endlich mal kommuniziert wird, was ist damals genau passiert und vor allem, wer waren die Personen, die wirklich dieses Thema maßgeblich vorangetrieben haben. Seit 3 Monaten wird ermittelt von der angesprochenen Kanzlei, und ich glaube, extern und intern rund um den Club hofft man auf zügige Ergebnisse jetzt mal. Und das ist das eine, was Thomas Hitzlsperger dem Klaus Vogt vorwirft, dass eben hier noch nicht Ergebnisse vorliegen, dafür aber schon allerlei Kosten eingefallen sind, Honorar für die Kanzlei. Auf der anderen Seite betonte Klaus Vogt, die Arbeit der Aufklärer sei immer wieder behindert worden, weil es eben in der AG Strömungen gibt oder auch Personen gibt, die nicht unbedingt ein Interesse daran haben, dass lückenlos bis ins letzte Detail aufgeklärt wird und dann eben auch Schuldige klar benannt werden können. Auch da stehen also die beiden ziemlich konträr gegeneinander. Vor dem Spiel gegen RB Leipzig, 2. Januar, Samstagabend, 20:30 Primetime, hat das stattgefunden, gab es ein gemeinsames, manche sagen inszeniertes Foto mit dann kurzzeitig danach rausgegebenen begleitenden Tweets beider Protagonisten. Man habe ein Gespräch geführt und suche nun gemeinsam nach einer Lösung im Sinne des VfB Stuttgart. Eine Art Burgfrieden, also kann man glaube ich so sagen. Wie ist der aufgestellt? Ist er brüchig? Ist er stabil? Welche Eindrücke haben wir? Was konnten wir bisher recherchieren dazu? Ich glaube, dass beide Konfliktpartner sehr schnell gemerkt haben, dass sie mit ihrem Vorpreschen, natürlich war Thomas Hitzlsperger mit seinem Frontalangriff erstmal der Auslöser, aber auch dann die Replik von Klaus Vogt, dass beide gemerkt haben, dass in den Reaktionen medial, aber auch in der Fanszene, in dem Mitgliederbereich, dass das ein riesengroßes Eigentor war, was da passiert ist. Vom Ansehen des Clubs her, es lenkt total ab von der eigentlich guten Performance der Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten. Und viele Mitglieder stehen und Fans stehen fassungslos da und denken sich einfach, warum denn schon wieder? Ja, warum haben sie es jetzt in der neuen Konstellation wieder nicht hinbekommen? Als Gesamtheit erstmal. Das eigentlich zu tun, was versprochen wurde, Ruhe reinzubringen, Kontinuität reinzubringen,
mit dieser Gewaltenteilung Verein und AG wirklich sorgsam umzugehen und da klare Linien zu ziehen und doch gut und auch in die Zukunft gerichtet zusammenzuarbeiten. Dann gab es, ja, deshalb gab es dieses Gespräch, dieses erste, und allzu viel, glaube ich, allzu viel Wirkung nach vorne sollte man sich davon nicht erwarten. Wir haben ja auch dann versucht, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, schon in den Tagen danach. Also es war, wie du es beschrieben hast, ein Burgfrieden, der geschlossen worden ist, also keine weitere öffentliche Schlammschlacht. Aber wirkliche Lösungen des Konflikts sind da natürlich noch überhaupt gar nicht besprochen worden. Jetzt muss man natürlich sehen, woher der VfB Stuttgart auch kam. Er kam aus der Position eines Aufsteigers, der sehr schönen Fußball gespielt hat, der die Leute zum Teil begeistert hat. Man hat zwei Führungsfiguren an der Spitze gehabt, mit dem Präsidenten Klaus Vogt, ehemaliger Fanaktivist, bei den Mitgliedern und Anhängern sehr beliebt, positiv besetzte Person einfach, ja, ein Sympathieträger. Das gleiche gilt für den Herrn Hitzlsperger auch, Thomas Hitzlsperger, Bundesverdienstkreuzträger, smarter, junger Mann, der ein Unternehmen führt. Das alles ist natürlich auch ein Stück weit, man muss fast sagen, Makulatur, aber vielleicht kannst du nochmal so deine Eindrücke widerspiegeln, Dirk. Was haben denn diese Geschehnisse, über die wir jetzt die letzten Tage berichtet haben, was haben denn die für eine Wirkung auf diese gesamte Außenwahrnehmung, die der VfB Stuttgart hat? Ja, der Thomas Hitzlsperger hat ja so einen Satz in seinem Statement, in seinem schriftlichen Statement abgegeben. Wir sind dabei, mit dem Hintern einzureißen, was wir über die nächsten Monate aufgebaut haben. In Sachen Außenwirkung ist allein mit diesem Streit jetzt genau das schon passiert. Ne? Ich habe es gerade schon gesagt, dass erstmal für die vergangenen Tage die Mannschaft und das Sportliche gar keine große Rolle gespielt hat, sondern eben wieder über vereinspolitische Debatten diskutiert wurde. Und ich glaube, jeder Fan und jedes Mitglied des VfB hat davon zu Genüge gehabt die letzten Jahre. Und deshalb war ja die Sehnsucht auch sehr groß und auch die berechtigte Hoffnung, dass man in dieser Konstellation jetzt mal andere Themen wieder voranbringen kann. Es ist gelungen die letzten Monate, das letzte halbe Jahr. Die Mannschaft hat sich überraschend gut entwickelt. Man hat gesehen, diese Aufstellung mit Sven Mislintat, mit dem Trainer, der ersten No-Name war, jetzt sich aber profiliert hat. Das alles ist in eine richtig gute Richtung gegangen und jetzt plötzlich wieder Grabenkämpfe, Lagerdenken und eine schier ausweglose Situation jetzt mit Blick auf diese Kandidatur des Präsidentenamtes, das ist einfach verdammt schade. Damit gibst du das Stichwort für meinen nächsten Punkt auf meiner Liste. Wie geht es konkret weiter? Man hat mit dem 18. März einen Termin definiert, an dem eine Mitgliederversammlung stattfinden soll. Das ist die von letztem Jahr, die konnte Corona-bedingt nicht stattfinden. Es ist noch nicht klar, ob sie als Präsenzveranstaltung durchgeführt wird, als virtuelle Veranstaltung, als Hybrid zwischen beiden Formen. Dann hat man diese beiden Präsidentschaftskandidaten, formell zumindest gerade. Man hat noch einen Unternehmer aus dem Remstal, Volker C., und man hat fast schon traditionell auch Friedhild Miller, die da auch wohl ihren Hut in den Ring geworfen hat. Wie geht es konkret weiter? Was passiert jetzt von Seiten des Vereinsbeirats, beispielsweise der dafür zuständig ist, schlussendlich zwei Kandidaten für diesen Wahlkampf zu benennen? Der Vereinsbeirat hat ja jetzt erstmal zumindest sich öffentlich geäußert und vor allem die, ich sag's mal, Streithähne zur Ruhe aufgefordert, ein bisschen auch gemaßregelt. Ne, die haben natürlich auch gemerkt, dass das Ganze dem Verein geschadet hat. Und die haben natürlich jetzt wieder den schwarzen Peter sozusagen. Die haben die undankbare Aufgabe, diese Situation zu lösen. Nächste Woche sollen Gespräche beginnen mit den Bewerbern. Du hast gesagt, vier sind es im Moment an der Zahl. Und dann wird es auch Gespräche mit Thomas Hitzlsperger und Klaus Vogt geben. Und dann muss der Vereinsbeirat mit diesem Duo zusammen eigentlich irgendwie eine Lösung entwickeln, wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Das ist alles andere als einfach. Aber das sind so die nächsten Schritte. Dann sollte dann Ende Januar benannt werden, wer sind die zwei Kandidaten, die auf dieser Mitgliederversammlung antreten zur Wahl des Präsidenten. Ja, und jetzt steht natürlich oder hängt vieles davon ab, wie man eine Lösung in diesem Konflikt mit den handelnden Personen hinbekommt. Vielleicht sollte man auch an der Stelle für alle, die es nicht ganz genau wissen, sagen, warum eigentlich überhaupt schon mal wieder gewählt wird beim VfB. Ja, ist richtig. Weil ja erst ist im Dezember 2019 Klaus Vogt, der gewählt worden ist, aber es war eine Übergangszeit, für die er gewählt worden ist. Das war die ursprüngliche Laufzeit der Amtszeit von Wolfgang Dietrich. Ja. Und jetzt, eigentlich letzten Dezember, hätte dann regulär wieder für 4 Jahre gewählt werden sollen, ist jetzt verschoben in den März und da geht es über die Bühne.
Das ist das, was konkret auf den Club wartet. Auf uns wartet natürlich zum einen das Sportliche, das Spiel in Augsburg. Wir werden am Wochenende für euch vor Ort sein. Wir werden darüber berichten in gewohnter Manier. Lest ihr auf Stuttgarter Zeitung Nachrichten.de, ihr lest es in der Mein VfB-App. Und schon am Samstag werden wir versuchen, nochmal alle vor dem Spiel abzuholen mit unserem aktuellen Recherchestand sozusagen in dieser Posse von Bad Cannstatt. Als weiteren Verweis bleibt mir noch darauf zu verweisen, dass wir einen Podcast haben, der auch schon draußen ist, den ihr hören könnt, der nochmal diese ganze Thematik in deutlich mehr Tiefe aufarbeitet. Wir sprechen inklusive den beiden sportlichen Klammern der Spiele Leipzig-Augsburg über diese ganze Thematik, die die VfB-Situation aktuell gerade beschäftigt. Den Link packen wir euch in die Videobeschreibung. Und für euch gilt natürlich, ihr habt Fragen, Anregungen, Lob, Kritik. Kommentarspalte, die ist dafür da. Werdet das los, was ihr wissen wollt, was ihr uns mitgeben wollt. Und dann schauen wir mal, ob wir in der nächsten Woche wieder mehr sportlichen Fokus haben rund um den VfB Stuttgart. Dirk, dir vielen Dank. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.